Ich hoffe, ich bleibe jetzt in-game. Weil ich bin ja weit schon rausgeflogen. Aber schon mal willkommen, meine Sturmtruppler, zum heutigen Stream. Dark Wars RP. Ich muss jetzt kurz warten. Oh, jetzt darf man laufen. So. Ja, dann gucken wir mal, wie es heute um uns steht. Noch keiner ist im Konferenzraum. Sehr bedauerlich. Da trudelt jetzt mal einer in. Da kommt der nächste. Hallo, Rain. Meister. Schattentrooper. Meister. Ist das alles, was heute auf der Tagesordnung steht? Nein, wir ja. Also ich habe noch den Captain gesehen und unseren Architekten. Hi, only Skiller. Na, bist du am Start? Auf, joine, los. Da. Wo treiben die sich denn rum? Ich weiß es nicht, Meister. Ich werde kurz gucken. Guten Morgen, mein Gott. Captain Phasma. Ich würde sagen, wir probieren heute mal dieses mit diesen Ködern noch ein bisschen besser aus. Wir waren da beim letzten Mal ja schon sehr erfolgreich mit den großen Kreaturen. Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Jedoch habe ich für unseren Schattentrupper gerade eben im Tiergehege noch etwas gefunden. Das lag da einfach so rum. Das ist ein bisschen weit vom Mikrofon weg. Ist das ein Ei dieser großen Kreaturen? Ja, es lag einfach auf dem Boden. Ich habe gerade den Futtertrog nachgefüllt und habe das gefunden. Ich meine, es ist groß, es ist kaum zu übersehen. Es lag einfach so da. Ja, es lag einfach da. Das ist ungewöhnlich. Das müssen Sie weiter untersuchen. Zunächst müssen wir von Ihnen mehr Köder bekommen. Dann kann ich mit meinem Schüler und Captain Phasma direkt jagen gehen. Ich habe bereits einige Köder hergestellt. Gut, dann können wir ja schon abbrechen und los. Falls noch einer nachtrudelt, muss er sich halt bei mir oder Captain Phasma melden. Wobei ich gerade hier unsere letzte Vorbereitung sehe, wollten Sie packen? Ja, wir wollten alles vorbereiten, falls das Luftschiff demnächst wieder auftaucht. Okay. Könnte man eventuell vorpacken? Das war mein Gedanke. Dann würde ich Sie hier lassen, würde nur mit dem Schüler tamen gehen. Natürlich, ich habe noch einige Köder einstecken. Ich packe ihn in die Satteltaschen des Trucks. Können Sie sich rausnehmen? Ich mache mich dann sofort an die Arbeit, mein Lord. Sie müssen mir das erklären mit diesem neuen Köder. Wird er auch geschossen? Nein. Nein, die werden auf dem Boden platziert. Braucht diese Herausforderungsköder noch?
mal gucken. Ich guck gerade, ob ich noch mal welche. Ich gehe meinen Springer so lange hole. Heute sind nicht viele Sturmtruppler da, muss ich ehrlich sagen. Das ist richtig mau und der Saboteur ist auch nicht da. So, wie das alles umgeparkt war. Mein Springer. Das ist da vorne mein Springer. Ja, weiß doch, ich parke immer woanders da. Dann haben wir ja festgestellt gehabt, dass der Winzling-Sturmtruppler der Spion war. Dann sind wir also auch los. Oh, ich habe hier Sachen im Raptor liegen, die bestimmt nicht mir sind. Kurz auf Captain Phasma warte, habe ich hier richtig Frequenz? Ja. Hast du bereits Köder von Captain Phasma bekommen? Nein, Meister, noch nicht. Fass mal in meinem Springer. Der ist, glaube ich, von unserem Architekten. Ich habe in die Satteltaschen ihres Raptors auch noch andere Köder gelegt. Gut, ich und mein Schüler gehen los und suchen. Ich bin wie immer auf der 61. Ja, wunderbar. Willst du diese Kreaturen dort Köder hinwerfen? Ich denke, diese Kreaturen sind zu. Zu klein, denkst du also? Von der Größe her. Oh, klasse. Diese Kreaturen würden von der Größe her passen. Dafür habe ich nicht die Köder dabei.
Das ist wieder so wie beim letzten Mal. Ich flitze hier rum. Und es ist nicht ein einziger zu sehen. Und wenn wir dann wieder zurückrennen, sind wieder Dutzende. Der Raptor rastet gerade ein wenig aus. Vielleicht hatte er Hunger. So. Und Ark ist eingefroren. Geil. Und rausgeflogen. Klasse. Ah, super. Was liegt dort im Wasser? Das sind die zwei Schafzähne. Zwei Schafzähne? Ja. Jungtiere oder? Etwas älter. 90 und 55. Hol ihre Arme, wir brauchen die Arme. Ja, ich bin nicht der Einzige, der ständig rausfliegt. Man sieht ja auch die Servermeldung, also heute ist wieder irgendwas. Irgendein Mod funzt nicht richtig oder ein Modder hat irgendwas geupdatet und das greift nicht richtig oder hakt und das ist schade. Willst du deinen Springer nicht erst aufladen? Ja, Meister, das wäre besser. Wenn dann jetzt wie? So, er droppt. Ich sehe halt da den Schafzahn, ne? Oberen Raptor rum, da über haben wir zwei Alus. Könnten wieder stören. Ui, wann sieht man mal sowas?
Ich hab getroffen. Jetzt müsste der Gute halt aber mal wieder so in die Gang kommen. Können wir weiter? Gleich, Meister. Ich denke, jetzt können wir weiter. Hat auch lange genug gedauert. So. Halt die Augen auf. Jetzt doch nicht, da muss doch irgendwo Schafzahn sein. Meister ein Druide. Noch hat er uns nicht bemerkt. Wollen wir dieses Schreifi mitnehmen? Dafür habe ich auch nicht den richtigen Köder dabei. Oder für diese Wölfe? Nirgends ist ein Schafzahn. Das sind doch alles Schafzahn-Spots. Gäb's doch nicht. Dass da nicht einer rumrennt. Nicht einer. Unglaublich. Waren wohl die einzigen zwei Schafzähne, die du gesehen hast. Vielleicht da drüben auf dieser großen Lichtung. Da versuchen wir es mal. Autsch. Mein Raptor rutscht weiter.
Schwarzer, den wir auch wieder noch nicht an der Nexi. Oh. Okay. Hinter mir. Kannst du einen sehen? Nein, ich sehe noch keinen. Ich wüsste da schon nicht, wo noch ein T-Rex spawnen soll. Die Suche gestaltet sich schwierig. Sehr, sehr schwierig hier T-Rex zu finden im Moment. Hab einer. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt Nuff schieße, ob das langt. War zu schwach. So jung. Oder mal warf zu stark, das kann man natürlich auch so sehen. Autsch. Hi Skeletor, Stachli. Das geht's aber ab da im Chat.
Tja, warum liegt da wohl so ernst? Nicht nur das. Ich habe da noch ein kleines Äffchen und eine Dodo hänge. Die nahe Pfeile. Ja. Der coole Mod kann ich da nur sagen. Roleplay-technisch mega. Und vor allem guck mal oben rechts. Das Gewichtssymbol, ne? Das macht halt deine Sattel zusätzlich noch aus. Ne? 30% kann der Raptor mehr tragen als ich. Mein Schüler. Ja, Meister. Ich folge dir mal. Ich will deine Machtkenntnisse testen, ob du einen Scharfzahn aufspüren kannst.